Ja, ich versuche mir hier den Schutz von anderen zu machen. Obwohl ich auch ehrlich Bock habe, hier zu stehen, muss ich sagen. Aber gut, fürs gute Gefühl gewinne ich einfach schnell. Okay, let's go, Leute. Es ist so bam, 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 ne? Bam, 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 go. Okay. Intuition. Seid ihr ready? Born ready. Komm. Bam, bam, bam. Bam, bam, 1, 2, 0. Bam, bam, 3. Bam, 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 bam. Ich habe ihn aber hart zwei miteinander gemacht. Stehst du jetzt ganz vorne, oder was? Gefühlt an der Magazine. Auf Instagram. Kannst du mal ein bisschen... Ein kurzes Spiel. Jeder singt jetzt auf 3 den Song, den er jetzt gerade im Kopf hat. Okay. 1, 2, 3. Wenn er Matata. Willst du einen Schneemann bauen? Echt? Ja! Cooler Matata. Wie bist du da aufgekommen? Ich chill, Alter. Was ist das so? Can anybody out can hear me? Losing my way. Der nächste Song. 1, 2, 3. Lass jetzt los! Ich komm, das. Einmal bitte jetzt in die Kommentare schreiben, welchen Song habt ihr in diesem Moment gerade im Ohr? Love is a super place to go. Love is in the air. Where I go. Kennst du ihn gar nicht? Girl, you know I want your love. You know you don't like me. Bitte, bitte, wenn du das schneidest, nochmal zurückswitchen, wie heftig wir den Hook zusammen so richtig in eins eingestiegen sind. Nochmal 3, 2 und dann. Kennst du ihn gar nicht? Girl, you know I want your love. You know you hey, man sieht meinen Kopf. Wieso sieht man den Kopf? Sein Kopf sieht man schwarz. Nicht. Freunde, herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Ich starte hier vorne mal einfach mal beim Top 5 Sneaker-Video. Wir können uns das Intro auch mal spannen. Gesabbel kann auch eh keiner mehr hören. Heute mal wieder ein Top 5 Sneaker-Video. Und nicht meine Top 5, nicht die Top 5 von Anna, sondern die Top 5 von der Nummer 1, Motivation. Und ich stehe hier mit der Nummer 1. Das könnt ihr auch mal mitmachen. Und ich stehe hier mit der Nummer 1. Für mentale Motivation und Fitness, Alter. Mein Vater immer früher gesagt hat, er sagt, denkst du es deins? Mach deine Augen zu, das was du jetzt siehst ist deins. Die Nummer 1 für mentale Fitness, Motivation und Lifestyle. Tadeus mit am Start heute, was geht ab? Oder erstmal die Dame. So, heute auch mal wieder mit dabei Anna aka Anna Magazine auf Instagram unten in der Infobox. Anna, geht's dir gut? Ja. Yep. Alles klar. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao. Und wir fangen an mit dem Video. Damit das schneidest du, nein, das schneidest du. Nein, nein, alles, alles. Das Video gut. Hat gefühlte 300 Cut. Aaron, ey. Mach doch noch länger, ne? Er sitzt hier. Du weißt genau. Du bist am Arsch. Oh, hier denkst du, Scheiße. Aaron, sorry, aber dass nein, wir jetzt so viel schnappen. Professionell. Danke nochmal an den Kameramann Aaron, auch verlinkt unten in der Infobox. Der Kameramann ist genau auch unten verlinkt. Nochmal. So, kannst dich schon oben vorbereiten. So, und dann kommst du oben rein, okay? Auch nochmal lieben Dank an den Kameramann, der ist unten verlinkt in der Infobox. Also genau hier unten, Alter. Wenn man hier sucht, immer direkt hier unten. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir drehen heute die Top 5 Sneaker von Tadeusz Koroma und Marc Eggers. Also wir fangen einfach mal an mit dem ersten Sneaker und zwar, sie sind in aller Munde, ihr habt auf jeden Fall ein paar ergattert, zeig sie in die Kamera, es sind die Yeezys. Schon ein bisschen abgenutzt und dreckig. Es gibt Leute, die stellen die in die Vitrine, weil sie die nicht haben wollen. Tadeusz gerade vom Fußballspielen ein bisschen abgenutzt und dreckig. Schreibt bitte selber mal in die Kommentare und wir müssen ihnen auch nochmal zeigen, was ist eure Meinung? Ist der Hype gerechtfertigt? Ist der Hype nicht gerechtfertigt? Wie teuer sind die überhaupt? Ehrlich gesagt, ich kann mir so einen Schuh gar nicht leisten. Ich auch nicht. Ich habe einen Typen gesehen, einer sagt, der muss für uns rein. Ich so, okay. Ab 800 aufwärts, ne? Nee, die sind ist echt krass jetzt gerade. Ich hab mir also was kostet diese Falsche? Ich hab mir Aldi Yeezys geholt. Ja. Aldi, von Aldi. Nein, krass, also wenn ihr auch mal von Tadeusz Yeezys geschenkt bekommen haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Die durften nicht in den Top 5 fehlen, weil sie einfach mega gehypt und mega trendig sind. Ich muss auch sagen, die sind auch mega bequem. Also der Hype ist gerechtfertigt. Ich weiß, Taui kann man da mal ausgeben. Die sind gemütlich, Alter. Meine Crocs-Sandalen sind auch gemütlich, kosten 2,50. Nein, aber deshalb sind sie auf jeden Fall mit dabei. Und ich finde, man kann die auch ganz cool kombinieren, weil die sind schon nice, auch mit diesem Streifen. Ich, meine persönliche Meinung, die sind echt cool. Ob man die sich jetzt kaufen muss für das Geld oder doch lieber irgendwie was anderes macht, muss jeder wissen. Aber ich finde sie auf jeden Fall nice und deshalb sind sie bei uns mit dem Video drin. Wir haben sie noch ganz kurz in einer anderen Farbe. Ah, stimmt. Was soll der Geiz, ne? Das sind diese Zebra-Dinger, die ne? Die finde ich sogar richtig, richtig geil. Also nochmal eine andere Version. Es gibt ja noch mehrere, glaube ich, ne? Kommen wir zum Paar Nummer 2. Tada! Nochmal! Yeezys! Der ganze Hype! Nein, ich habe mir auch, wie Anna meint, ich soll mir 2 Versionen holen, die flachen und die hohen. So sehen die von vorne aus. Sehen auch mega. Und die sind wirklich bequem. Seit wann gehen wir bei Bequemlichkeit verschwunden? Du hast damit gerade angefangen. 1000 Euro, gerechtfertigt, weil ist bequem. Barfuß bequem, 0 Euro. Und Kameramann,
unten verlinkt in der Info. Hier oder der hier. Arme Aaron, ne? Das ist nochmal eine andere Variation. Ich finde eigentlich gesagt, graue Schuhe sieht man eh sehr, sehr selten. Yeah. So, also wenig Leute, die grau tragen, meistens immer weiß oder schwarz. Wenn man dazu noch eine passende Jacke hat, ist das echt killer. Nicer Schuh. Jetzt wird es eine andere Farbe. Jetzt wird es aber sneakermäßig. Okay. Es geht direkt weiter mit Schuh Nummer 3. Jetzt haben wir einen Schuh, der ist gerade relativ beliebt. Das ist der Adidas Boost. Hierbei noch wichtig ist, warum wir den auch mit reinpacken. Ich finde, unter die Top 5 Sneaker gehört immer ein weißes Paar. Ja, ich finde weiße Sneaker derbe nice. Klar, ihr müsst aufpassen, der Scheiß ist weiß. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass da nicht irgendjemand drauf sitzt. Wer kennt das noch früher aus der Schule? Neue Schuhe, alle treten drauf. Ey, das war so ein Kampf. Bei uns nicht. Dann Schuh Nummer 4 und bleiben wir mal direkt bei Adidas. Wir haben als nächstes den nächsten Schuh, einen khakifarbenen Adidas Tubular oder Tubular. Der sieht derbe nice aus. Farbe, der sieht richtig schön aus. Daumen nach oben für diese Farbe. Das ist auch Wildleder, richtig cool. Also mal so eine Farbe mit der Variante ist auf jeden Fall nice. Ja, aber ich finde es gut, wenn ich mir dazu so ein schwarzes Outfit mit den Schuhen extrem geil. Also ich kann euch nur empfehlen, setzt Akzente bei den Schuhen. Seid schlicht, aber so ein Schuh, der dann irgendwie akzentmäßig farblich nochmal was rausbringt. Also wenn ihr Sneaker habt, bitte, bitte pflegt eure Sneaker. Ich finde, das sieht extrem scheiße aus, wenn man so krass ungepflegte, dreckige Sneaker hat. Ich packe die entweder in die Waschmaschine oder ihr nehmt einfach eine Zahnbürste. Und dann gibt es so einen Putzstein und dann macht ihr zum Beispiel die Sohle sauber und dann macht ihr mit ein bisschen Spüli und ganz einem ganz weichen Tuch macht ihr die Flächen sauber. Das sieht einfach besser aus, als wenn man so einen richtig abgeranzten Schuh rumläuft. Bei wie viel Grad wäschst du? Weil wenn wirklich die Kiddies da bei 90 Grad auf einmal dann wirklich so ein... Nee, so viel nicht. Reicht doch bei 30. Ich habe mal gehört, das R-System bei kriegt so Wasser und geht kaputt. Also, alle Retouren, alle kleinen... Das schickt ihr bitte an mich. Anna Magazine ist auch unten in der Infobox verlinkt. Okay, kommen wir mal zum letzten und zwar zum Schuh Nummer 5. Mein absoluter Lieblingsschuh. Nummer 1, wenn es um den Lieblingsschuh von TK geht. Basketballspieler, das ist mein absoluter Lieblingsschuh. Der Schuh wollte ich schon haben, seitdem ich 14 war. Bloß ich konnte mir ihn ehrlich gesagt nie leisten. Jetzt bin ich 28, 14 Jahre später, habe ich den gefunden. Vor ein paar Wochen in L.A. Da habe ich einen... Nochmal. Die habe ich vor einigen Wochen gefunden in L.A. in einer dieser Schuhstores. Das heißt, der Schuh wurde noch nie von irgendjemandem getragen. Man durfte den auch nicht anprobieren, ne? Man durfte den auch nicht anprobieren. Entweder kaufst du ihn oder kaufst du ihn nicht. Alle denken sich gerade, dieser scheiß Schrott, diesen verfickten Schuh. Jeder Baller, der sich ein bisschen Basketball auskennt, der Jordan 11er, besonders in der Farbe, ich wollte den schon immer haben. Like it or not, I love it. Guck mal, hat richtig Herzchen in den Augen. Ja, jetzt merkt man wirklich mal, dass es krass Liebe, ist. Ne? Sie das merkt war, man er redet über Schuhe, wie andere über eine Frau reden. Ich sag dir so, Yeezys, ja, hier sind die Yeezys und so. Der ich immer, Hast du den schon draußen ich an? Nein. Ziehst du ihn auch mal an? Weiß ich nicht. Ich finde allgemein auch Jordans kann man eh auch. Jordans haben ja eh super viele geile Schuhe, gehören auch unbedingt in so einen Top 5. Ich hoffe, Leute, ihr habt so eine kleine Anregung bekommen. Waren einfach mal die Top 5 von den lieben Thaddeus ausgesucht, von der lieben Anna. Anna Magazine. Ich wette, wie viele Abonnenten hast du denn jetzt gerade? Instagram-Follower. 1540. Leute, wir machen jetzt die 3000 mal bei der Anna voll. 3000 jetzt mal raufgehen. Anna Magazine, gibt den Daumen nach oben. Ihr wisst, wir machen das immer hier ein bisschen mit Spaß. Wir nehmen das Ganze nicht so ernst, Leute. Es sind einfach nur irgendwelche Klamotten. Das sind Oberflächlichkeiten. Deshalb lachen wir hier auch rum. Schmeißt die durch die Gegend. Befasst euch im Leben auch mit deutlich anderen Dingen. Es gibt wirklich Wichtigeres. Meine Gäste haben das Schlusswort. Das seid ihr beide. Danke auf jeden Fall erstmal, dass ihr dabei wart. Danke an Thaddeus, dass wir in deinem Kleiderschrank wieder hier ein Video drehen durften. Und Anna, für deine fachliche Kompetenz. Erstmal. Ich habe die hart angesprochen. Was macht das? Danke Anna auf jeden Fall für ihre fachliche Kompetenz, die immer dafür sorgt, dass ihr wirklich nochmal was lernt. Hört mal jetzt auf, ey. Das ist echt übel. Das ist nicht. Ich kann nicht mehr weiter. Sorry. Also zuallererst nochmal alle raus. Geschmackssache ist Geschmackssache. Jedem schmecken Dinge anders. Genauso wie bei Kleidung. Also nimmt es nicht zu ernst, hat einfach Spaß bei der ganzen Sache. Verfickten Geschmackssache ist komplett unterschiedlich. Hauptsache, du fühlst dich in deinen Sachen wohl. Genieß einfach das Leben. Nimm es leicht, auch mit den Klamotten. Schlusswort von Anna. Kleidung soll Spaß machen, aber die Schönheit kommt von innen. Das war's von eurem Coach Thaddeus Koroma. Marc Eggers, der Nummer 1, wenn es um Modenleiste geht. Und Anna, die dafür sorgt, dass alles läuft. Einer geht noch, Leute, sagen wir.
So tell me what you wait.